Man kann das nicht in einem Satz beantworten. Wir mussten sogar in die Saison davor zurückgehen. Wir haben nach einer, mit Sicherheit auch wir, haben jetzt häufig genug gesagt, Fehler gemacht, aber wir haben nach einer dramatischen verletzten Situation bis zur Corona-Pause schlechten Fußball gespielt, gar nicht gepunktet. Da haben wir schon viel drüber geredet. Nach der Corona-Pause waren dann bis auf Ömer Toprak und Niklas Füllkrug, der bei weitem noch nicht bei 100% war, nahezu alle Spieler der Mannschaft im letzten Jahr dann endlich fit. In dieser Zeit danach sind wir in der Tabelle nach Corona, ich weiß, die gibt es eigentlich nicht, aber ich erkläre gleich, warum ich das sage, sind wir Neunter geworden und waren sehr stabil. Aus dieser Mannschaft haben wir uns jetzt verlassen mit Davy Klaassen, unser Vizekapitän, absoluter Schlüsselspieler im Mittelfeld, Kevin Vogt, zentraler defensiver Mittelfeldspieler oder Pendelspieler in die Dreierkette, Charakterspieler, Ausstrahlungsspieler. Uns haben verlassen Philipp Bargfrede, der über Jahre hier für Werder ein Sinnbild war, der auch im letzten Jahr noch seinen sehr wichtigen Anteil hatte am Klassenerhalt. Sebastian Langkamp, der, das muss man auch daran erinnern, in den letzten Spielen auch wieder gespielt hat, als gestandene Bundesliga-Qualität. Finn Bartels, der in Heidenheim mit die entscheidende Aktion hatte, der auch wieder auf dem Weg war, jetzt in Kiel gut spielt. Diese Spieler haben uns verlassen. Oder sie sind nicht mehr da. So, und deshalb war unser Ziel, und deshalb haben wir eine Menge Qualität verloren. Das muss man einfach nüchtern so festhalten. Gestandene Qualität. Wir haben dazu bekommen Potenzialspieler, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich habe sie eben fast alle genannt. Da fehlt noch ein Nick, da fehlt noch ein Manu, da zähle ich auch noch einen Marco Friedl dazu und einen Josh Sargent. Aber es ist halt diese gestandene Bundesliga-Qualität, die ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Und jetzt ist es so, dass wir vor dieser Transferperiode das Ziel hatten, in einem Kader, in dem Davy Klaassen noch enthalten war, noch einen Sechser dazu zu holen. Und wir waren darauf vorbereitet. Wir waren vorbereitet, deshalb keinen Vorwurf an Frank und diese Vorwürfe sind nicht richtig. Wir waren vorbereitet, die Scouting-Abteilung war vorbereitet. All das, was jetzt passiert ist, war eine rein wirtschaftliche Entscheidung, weil Werder Bremen in einer hochdramatischen finanziellen Lage ist. Und die Entscheidung am Ende der Transferperiode war, dass wir ein gewisses sportliches Risiko gehen, was wir gehen, definitiv im Mittelfeld, weil wir von der Balance her, aber auch ja, von der Anzahl der gestandenen Spieler im Mittelfeld natürlich nicht das haben, was wir wollten. Aber wir gehen das zugunsten dessen, dass wir Werder Bremen wirtschaftlich konsolidieren müssen und wollen. Und damit da überhaupt keine Missverständnisse auftreten, ich gehe diesen Weg total mit. Ich gehe ihn total mit. Ich weise nur darauf hin, dass wir ein erhöhtes sportliches Risiko gegangen sind zugunsten dieser wirtschaftlichen Konsolidierung. Und dementsprechend ist das etwas, was ich jetzt mit Begeisterung gehe, diesen Weg. Weil wir haben junge Potenzialspieler, wir können die entwickeln, aber wir brauchen jetzt Geduld. Und ich bitte wirklich alle um Unterstützung. Werder Bremen ist in einer ganz schweren Lage, wenn das noch niemand begriffen hat. Wir brauchen die Unterstützung von und die Geduld von allen im Drumherum. Damit meine ich die Fans, wenn sie denn endlich wieder da sein dürfen, aber auch so im Drumherum. Vielleicht auch von denen, die viel in Verantwortung hier schon waren bei Werder Bremen. Alle müssen begreifen, wenn wir dieses Jahr stabil in der Liga bleiben und uns wirtschaftlich konsolidieren, dann haben wir einen Riesenjob gemacht. Und das muss einfach auch mal gesagt werden, jetzt nach Ende der Transferperiode. Die finale Entscheidung über das ist, wie Frank es ja auch öffentlich gesagt hat, am Tag vor dem Deadline-Day gefallen, also sehr zum Ende der Transferperiode. Bis dahin waren wir vorbereitet und hätten Möglichkeiten gehabt. Ich habe mit Milot schon telefoniert, auch schon relativ lange telefoniert, erstmal mit einem gewissen Verständnis, weil man muss einfach sagen, dass sehr, sehr lange klar war, dass Milot, das haben wir auch öffentlich ganz klar so gesagt, Milot wollte den Verein verlassen. Ich als Trainer war komplett d'accord damit, dass ich gesagt habe, das ist auch ein Bereich, so wie ich auch gesagt habe, diesen Weg gehen wir mit, ja, wo wir gesagt haben, da würden wir jetzt auch keinen kostspieligen Ersatz holen wollen, sondern das war ein Positivwechsel, so habe ich es beschrieben. Und der war bis zum letzten Tag eigentlich für alle so, dass wir das wollten, für Werder Bremen, für Milot. Und dass das dann so und auch noch so dramatisch in letzter Sekunde platzt, dass der Junge, das ist ein junger Mensch, der hat nichts falsch gemacht, aber auch gar nichts falsch gemacht, dass der jetzt erstmal enttäuscht ist und dass der für den jetzt erstmal eine Welt zusammengebrochen ist. Ich glaube, das muss jeder verstehen. Deshalb ist es meine Aufgabe, die Aufgabe von uns, ihn jetzt erstmal aufzubauen, ein gewisses Verständnis für ihn aufzubringen. Deshalb hat er jetzt auch mal ein paar Tage freigekriegt, eine Maßnahme, die ich auch komplett sinnvoll und finde und verteidigen würde, für jeden, der mich fragt. Und dann wird er nächste Woche wiederkommen. Und dann ist es ja so, da muss man auch klar sagen, niemand hat was davon, wenn er jetzt hier ist und nicht performt. Weder Werder Bremen, noch ich als Trainer, noch Milot selber. So, und das heißt, Milot ist nicht sauer auf irgendjemanden hier. Der ist nicht sauer auf mich, weil das nicht geklappt hat oder so. Das waren andere Bedingungen. Ja? Jeder wollte das und es hat einfach aus verschiedensten Gründen, die ich gar nicht so ganz genau kenne, nicht funktioniert. Und dementsprechend bin ich optimistisch, dass er ab nächste Woche, wenn er den Kopf erstmal wieder frei hat, auch wieder für uns
performen wird, weil das ist in seinem ureigensten Interesse. Und ich werde, wie ich es 2,5 Jahre getan habe, ich werde in seinem Rücken sein und werde alles dafür tun, dass das funktioniert. Und da ist zwischen uns ist alles sehr, sehr in Ordnung. Nur trotzdem, müssen wir auch ehrlich sein, hätten wir alle lieber hier gestanden und gesagt, Top-Geschäft für Werder Bremen, Milot, alles Gute, überragende Entwicklung, nächster Schritt. Aber das ist ja aufgeschoben und nicht aufgehoben. Aber das funktioniert nur, so funktioniert Bundesliga-Fußball leider auch, wenn er jetzt wieder performt.